kann da mit ruhigem Gewissen jeden hierher schicken und sagen, es lohnt sich. Und ich bin jetzt auch so, ich denke, warum habe ich so lange gewartet? Ärgerlich, eigentlich so viel Zeit verloren, ne? Wo man Genau. sich unwohl gefühlt Genau. hat. Du leidest an Schlupflidern oder hast irgendwelche Probleme an deinen Augen, die sie nicht so frisch aussehen lassen, wie du dir es gern wünschst? Dann schau dir dieses Video genau an. Zusammen mit Daniela werden wir dir sagen, was man machen kann, wie es ist und wie deine Augen wieder strahlen können. Viel Spaß dabei. Du hast bei uns jetzt gerade eine Oberlidstraffung durchführen lassen. Ja. Und wir haben auch ein Peeling von den Unterlidern gemacht gegen die dunklen Augenringe. Boah, die Kombination macht's wirklich. Also, ich habe vor 4 Wochen die Lidstraffung gehabt, also die Oberlidstraffung, und ich habe damit 2 Jahre gewartet, die ich aber jetzt bereue, weil es einfach so mega geil aussieht. Und ich wusste auch nicht, wie sich also wie das dann mit der Narbe so ist, weil ich mich halt auch so gern schminke und auch schminken muss, ne, weil ich auch viel vor der Kamera stehe. Und ich muss sagen, also man sieht gar nichts. Es ist Wahnsinn, wirklich gell? Man der sieht keine Wahnsinn. Augen mehr, gar nichts. Also viele gucken das an, denken, hä, was, echt? So, und genauso habe ich es mir halt gewünscht, ne, dass man eigentlich gar nicht so richtig sieht, dass was gemacht wurde. Aber den Leuten fällt auf, es sieht irgendwie wacher aus. Und klar, hier so der Lidschatten in diesen Falten vorher, das hat mich halt am meisten gestört. Ne, so dieses, gerade weil ich halt viel dunklen Lidschatten nehme. Ja, es war schon sehr, sehr nervig. Und die braunen Augenringe, da habe ich halt schon vorher einen extrem langen Leidensweg durch. Ja. Weil, Hast du es verschiedene Methoden auch ausprobiert oh vorher, gell? Gott, Erzähl Andreas, Hilfe. mal. Oh Gott, es gibt, also wenn man nur Instagram aufmacht, sieht man ja schon 5 Methoden, ne, die angeblich also weltverändernd sind. Und es ist, wenn man dran glaubt, ich habe dran geglaubt, selbst dann vergiss es. Also ich habe mir Gas da rein pumpen lassen, ne, dieses Carboxy, da wie das heißt, auf Mallorca war das sogar. Dann natürlich ganz klassisch Hyaluron. Aber das Problem war bei mir eben, dass es braun pigmentiert war komplett. Also es war nicht, dass es tief ist oder irgendwie Tränensäcke, sondern es war einfach ganz braun. Als hätte sich das da während der Schwangerschaft so reingefressen in die Haut. Und ja, es war halt ein Riesenproblem, das wegzukriegen. Wir haben es Ja, also nach weggekriegt. 7 Jahren. Nach 7 Jahren und 15 Tonnen Concealer später ist es dann endlich weg. Und gerade die Kombi ist ja cool aus frischer Boah, Augen Hammer. hier und hier. Hammer. Weil ich finde, die Augen, die machen jetzt bei dir natürlich sowieso, wo du in den Medien bist, so viel aus. Ja. Und wir haben so viele Leute, die sagen uns einfach, boah, ich bin angesprochen worden, du, geht's dir gut, du siehst so müde aus, was ist los? Und ich glaube, hattest du das auch mit den Ey, Augenringen? natürlich, natürlich. Genau, also das war halt auch immer so ein Problem. Selbst wenn ich mega ausgeruht war, ausgeschlafen, 10 Stunden nonstop, 3 Kaffee, die Leute haben immer gesagt, du, aber du siehst müde aus, ist alles okay. Und das ist halt so, das ist halt, also es macht einen auch so irgendwie wütend. So wütend, es ist auch verletzend. Gerade als Frau, ne, man ist ja eh so ein bisschen, ja, so ein bisschen empfindlicher, weil das halt so eine Schwachstelle ist. Wenn man selber so unsicher ist, dann ist das wie so eine Wunde, ne? Wo jemand Salz jedes Mal drauf streut. Und es war halt für mich auch sehr nervig, weil ich mich auch so gern schminke. Das ist ja gerade so Lidschatten, ich meine, ihr kennt es ja, jede Frau wird es kennen. Das setzt sich da so wunderbar rein und das sieht einfach nimmer schön aus. Ja, das sind viele Gründe bei Oberlidstraffungen, warum das so gut ist. Einmal das Schminken ist ein wichtiger Punkt und viele sagen auch, es macht müde, man spürt das immer, dass es so runterhängt. Manche sagen auch, sie können beim Einparken oder so beim Blick zur Seite nicht mehr so gut Sachen wahrnehmen, weil das Gesichtsfeld kleiner wirkt und es macht auch Spannungskopfschmerzen und macht sogar mehr Stirnfalten, weil man dann immer die Augenbrauen Die hochzieht, Augen gell? so aufreißt, ja, auch auf Fotos, genau. Und bei mir war es ja jetzt noch nicht so schlimm, dass jetzt wirklich so ein Lappen so runterhing. Aber ich muss dir sagen, seitdem ich das gemacht habe, ich sehe es bei jedem. Ob er es gemacht hat. Nein, nein, ich Aber sehe wo bei das Problem jeder, da ist. genau, also ich sehe das jetzt noch krasser, wenn das eigentlich jemand, denke ich, boah, das wäre so eine Erleichterung, weil viele können ja kaum noch aus den Augen gucken und die dann sagen, nee, aber ich habe Angst, es ist ja am Auge und wenn da was passiert und klar, Auge ist Auge, Da haben viele das Leute Sehen ist Angst. das Wichtigste, wenn da was verrutscht, also
Genau, bei mir war es ja, ich kann die Ängste, ich glaube, niemand kann die Ängste so verstehen wie ich, ne? Du hast wirklich ganz, ganz lange überlegt und ich weiß noch, wir haben so viel geschrieben über Ja. WhatsApp, du hast mir Bilder geschickt und soll ich und die typischen Ängste. Deswegen bin ich so froh, dass du Ja. heute hier bist und dass wir das weitergeben können. Weil die Ängste, ich verstehe die total und die sind eben, wird es natürlich aussehen? Kriege ich meine Augen noch zu? Kann dem Auge was passieren? Ja. Das sind so die Hauptängste, die man da hat, weil es halt mitten im Gesicht ist und man kann es nicht verstehen, Ja, verstecken. es ist halt das Gesicht. Also es muss man ja sagen, es ist keine Brust, kein Bauch, keine Ahnung. Ja, es ist halt einfach das Gesicht. Und ich dachte mir halt wirklich, ich kann es wirklich, auch Leute, die jetzt so Schiss haben und überlegen und skeptisch sind, das soll man ja auch. Aber ich kann das wirklich zu 100% verstehen. Ich hab auch zu dir immer gesagt, nein, und ich sehe dann so anders aus und die Leute erkennen mich nicht mehr. So ist es so. Und ich habe immer gesagt, alles gut, Daniela, beruhig dich. Ja. Das ist, weil das Ja. Verrückte ist, für Patienten wie für dich ist das so ein, oh mein Gott, das ist was ganz Schlimmes. Und für uns, weil wir machen das jeden Tag ein paar Mal, ist das so eine ganz normale OP. Und weil wir da nur positives Feedback haben, weil das immer super unkompliziert verheilt, ist das für uns so super, super easy. Und wir würden das jedem direkt empfehlen, weil das die unkomplizierteste und natürlichste Schönheits-OP ist, die man nur so anbieten Aber kann. das ist das Krasse an euch. Also das muss ich auch mal dazu sagen. Obwohl ihr das jeden Tag macht und da ist noch nie was passiert und es sieht immer gut aus, trotzdem hattet ihr extrem Verständnis. Also ihr hättet, oh Gott, weil für euch ist das ja so normal. Das ist wie wenn mir jemand sagt, ich kann keine Wimpern draufkleben oder keinen Lippenstift und ich habe Angst. So, weil es einfach, das ist so, weißt du, so Sachen, die für mich jetzt normal sind. Da muss ich sagen, hattet ihr trotzdem extrem Verständnis. Obwohl es ja wirklich kein, also es ist ja eine Mini-OP, oder? Absolut, es ist nachher im Nachhinein ist es eine absolute Mini-OP, Ja. gell? So klein. Es Ja. ist auch total sicher, weil es ist ja nur Haut, die man wegmacht, manchmal mit einem kleinen Fettgewebstüpfelchen in der Tiefe, aber das ist so eine easy OP, die verheilt so schnell. Aber das ist wichtig, dass wir das Verständnis haben. Ja. Weil nur so kann man dann auch connecten und kann die Ängste nehmen. Wir sagen immer, trau dich dazu. Wir wollen immer die Leute motivieren, weil wir wissen, es lohnt sich so. Es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch die beste Schönheits-OP, weil das so einen riesen Impact hat. Aber die Ängste sind verrückterweise bei der OP viel größer als bei einer Bauchstraffung oder so. Ja, ihr macht das ja jeden Tag. Also ich fand es halt so krass, dass ihr das trotzdem irgendwie verstehen könnt, dass jemand so Schiss hat. Das ist wie bei mir. Ich fliege ja jede Woche. Trotzdem habe ich auch Leute manchmal neben mir, denen ist schlecht vor Angst. Und irgendwie kann ich es dann verstehen, aber für mich ist es ja trotzdem normal, ne? Ja, das fand, also es ist ja so, wenn man es vergleicht. Und ich habe so lange gewartet und ich habe das ja auch bei Instagram öffentlich gemacht, weil ich finde, also wenn die Leute das machen wollen, dann sollen sie zu euch. Und Danke. es ist ja auch so, dass viele die gleichen Ängste haben, die gleichen Sorgen. Also viele Absolut. schreiben mir das auch oder waren woanders, brauchen eine Korrektur. Also weil ich kriege ja viele Fotos, ne? Die haben ja da auch keine Hemmungen, was für mich voll schön ist. Also die vertrauen mir ja auch. Und ich sehe da manchmal Sachen, wo ich denke, Hilfe. Das wundert uns auch manchmal, aber das ist halt im Ausland oder bei Ärzten, die jetzt da nicht drauf spezialisiert sind, die das einfach nicht jeden Tag machen. Ja. Was wir ganz häufig sehen, ist, dass dann hier seitlich, da wo eigentlich das Hauptproblem ist von der Ästhetik, weil es da schwer wird, wenn da nicht geschnitten wird, weil man keine Narbe nach außen machen will und dann hier ganz aufmacht und da hängt es immer noch. Oh Gott. Und das sind einfach so Sachen, es ist halt schon, es ist eine einfache OP. Aber Aber man doch muss den nicht. ästhetischen Blick haben, genau. Es ist eine total sichere OP, aber man muss es schön machen. Und bei dir haben wir ja auch dann zu dritt die Anzeichnung gemacht, Weil weil ich so Schiss natürlich hatte. bei Daniela hatte so Schiss und dann habe ich gesagt, du, wir holen noch mal zwei Ärztinnen noch mit dazu und haben dann zu dritt ja ganz genau geschaut und dir noch mal erklärt, warum du keine Angst haben musst, dass es zu viel ist. Genau. Ja, und Genau ich glaube, jetzt. so würdet ihr das auch bei jedem machen, ne? Also, Natürlich, ihr genau. hattet ja bestimmt vor mir auch schon viele Leute, die da. Also wirklich Tausende von Lidstraffungen schon. Ja. Aber ich war bestimmt nicht unnervig. Also ich habe halt mega Schiss gehabt. Es ist so krass, das kann sich niemand vorstellen, weil das ja wirklich eigentlich
keine Riesensache ist, ne? Im wahrsten Sinne, das ist ja wirklich nur so ein Läppchen. Aber da, Brust-OP, also vom Brust-OP habe ich mich mehr gefreut. Ja. Und da hatte ich, also da konnte ich nicht schlafen vorher. Mhm. Konnte ich nichts essen, es war vorbei. Verrückt. Für uns war deine Brust-OP viel mehr Kopf zu brechen. Weil da einfach, wir wussten nicht genau, was ist mit den alten Implantaten und die Größe und so. Das war einfach, da musste man schon gut planen. Ja. Und auch bei der OP. Und die wieder ist so easy. Da hatte ich so Schiss. Und obwohl du ja sogar, du hattest ja vorher deine Mama, die es gemacht hat, der Peter, der es gemacht hat. Und da hast du es ja schon miterlebt, wie unkompliziert das eigentlich war. Natürlich. Und jetzt gerade mein Stiefpapa, der hat auch lang überlegt, weil er gedacht hat, ja, aber das ist doch eher so ein Frauending. Das ist halt in den Köpfen von den Männern wirklich drin, dass sie denken, so eine Schönheits-OP ist ja eigentlich so ein Frauending. Aber nee. Sieht auch danach der immer noch so männlich ganz aus. Er sieht ja gar nicht unbedingt aus. Nein, der kriegt jetzt nicht so weiblich Katzenaugen oder so. Ich weiß nicht, warum der sowas im Kopf hatte. Aber beim Papa Peter war es eben auch so, das war ungleich. Ne? Da war ja eine Seite viel mehr und da ist ja Zeichner, der zeichnet viel als Maler. Und der hat sich das immer so, dass er richtig gucken kann. Und das meine ich. Das ist ganz häufig so was. Gut, dass du das ansprichst, dass bei vielen Menschen ist es so, dass einmal das hängende Lid macht natürlich einfach müder, sieht älter aus. Und dazu aber so eine Asymmetrie, die kommt nochmal obendrauf. Weil einfach eine Asymmetrie auch im Tierreich und bei Menschen einfach immer sehr störend wahrgenommen wird. Und bei den Lidern ist das dann besonders störend. Ja, ja. Und es ist bei euch, bei der ganzen Familie, bei allen so einfach auch verheilt, so easy. Ja. Trotzdem hattest du dir die Gedanken gemacht, weil das ist normal, dass bei der Lidoperation viel drüber nachgedacht wird. Wo es gut ist, viel nachzudenken, ist, einmal, wo gehe ich hin natürlich, da haben wir gerade drüber gesprochen, dass das wirklich ein Profi ist, der das schonend macht mit Hochfrequenzchirurgie, dass man das ganz schonend macht. Auf keinen Fall mit Laser machen lassen, ganz, ganz wichtig. Das verbrennt die Haut und macht schlechte Narben. Und wichtig ist, dass man es gut plant. Und cool ist natürlich die Kombi, wenn man darauf eingehen kann. Weil das Auge ist ja mehr als nur Schlupflid oder nur Tränensack oder nur Augenringe. Manchmal ist es die Augenbrauenposition, die wir bei dir jetzt nicht gemacht haben. Und meistens, das machen wir auch eher seltener, weil meistens ist es wirklich nur die Haut hier, die einfach zu viel ist. Aber manchmal, wenn die Augenbrauen sehr negativ zur Seite abweichen oder wenn die Lidkante negativ steht, sind es viele Modifikationen, die man da machen kann und wo man auch dann einfach ganz individuell auf den Patienten eingehen kann, dass er sein genaues Problem gelöst kriegt. Ja, genau. Bei mir war es eben auch die komplette Kombi, ne? Weil es hätte, also hätte ich jetzt nur die Schlupflider gemacht, ohne die Augenringe, dann ist es so nur so halb, ne? Sieht man trotzdem noch irgendwie müde aus, ist so, wenn dann ganz. Also ich finde auch gut, dass ihr so eine Kombi anbietet und ich habe das auch so nirgendwo in einer anderen Klinik bisher gesehen, dass, also mit diesem tiefen Peeling. Ich wusste auch gar nicht, dass sowas geht. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, wenn das dann ins Auge läuft, dann, oh Gott, dann ätzt es mir das Auge weg und so. Aber es ist mega, also ihr passt da so gut auf. Das ist ja, man sieht schon schlimm aus, ne? Genau, es ist bunt. Schon zwei, genau, bunt und natürlich zwei Wochen dicke Krusten bei dem Peeling jetzt. Auch bei der Oberlidstraffung hat man 3-4 Tage ein bisschen blau hier oder die Pflaster jucken. Das hast du auch erzählt, dass das war schlimm. Das hat so gejuckt. Und dann nach 6 Tagen kommen die Fäden raus. Ja. Hat bei dir ja der Peter gemacht. Ich habe ihm das noch gezeigt vorher, wie er es gemacht hat. Er hat bei deiner Mama ja auch schon die Fäden damals gezogen. Bei sich selber auch. Bei sich selber auch, genau, auf Mallorca, weil das einfach für den Flug zu viel gewesen wäre. Ja, easy. Easy. Und beim Peeling, da ist es halt so, das macht für 10 Tage Krusten, aber dann ist es auch gut. Genau. Ja, also es ist schon geschwollen, es brennt, es ist wie eine kleine Verletzung, ne? Das muss man, schon sagen. Also mit Sonne auch so auf Mallorca, also ich bin nicht raus. Und wenn dann nur mit Sonnenbrille und halt dick eingecremt. Aber so nach einer Woche siehst du schon diese neue, zarte Babyhaut. Und nach dem ersten tiefen Peeling ist mir schon aufgefallen, dass es halt viel weniger braun ist und dass es ganz glatt ist. Und dachte, okay, wenn man das nochmal, hast du ja gesagt, machen wir nochmal. Genau. Und dann war es wirklich weg. Ja, super. Also jetzt bin ich auch oft an vielen Tagen komplett ohne Concealer, wo ich vorher wirklich Eimer
Ja. Und es hilft dann trotzdem nicht, gell? Man kann es trotzdem nicht ganz wegnehmen. Nee, vor allem so ein Concealer macht ja auch trockene Haut, ne? Dann sieht es vielfältiger aus. Ich glaube, was man auch nochmal so mitgeben kann, ist ganz wichtig, lasst euch nicht irgendwelche vermeintlich so easy Sachen aufschwätzen, die angeblich ganz toll sind. Das ist schon bei Zahnbleaching so. So viele Produkte aus dem Internet oder wenn dann der Heilpraktiker oder die Kosmetikerin ein Fruchtsäurepeeling macht, das ist einfach, das bringt nichts. Das ist rausgeworfenes Geld, auch Fadenliftings, fast immer eigentlich, oder eben Plasmapen. Es wäre schön, wenn man ohne OP oder ohne so ein chemisches Peeling effektiv arbeiten könnte, aber das Ding ist einfach, das Zeug bringt nichts. Deswegen spart da euer Geld. Wir haben ja gestern so viele Beispiele von dir auch, sind wir durchgegangen, von Freundinnen, von dir, von der Familie, wo einfach, wo man dann denkt, ach, ich probiere es aus, aber die Sachen bringen halt leider. Ja, und ich habe halt auch alles durch. Also am Ende hat nichts davon irgendwas gebracht. Wäre schön gewesen, aber klar, also ich glaube, Frauen sowieso, wir sind ja da so ein bisschen so Werbeopfer, ne? So, wenn man das dann halt sieht, denkt man, oh Gott, ja, probiert man es halt aus. Und wie gesagt, auch so Augenringe, da gibt es ja tausend Sachen, was man da alles machen kann, was alles bringt, Cremes vor allem. Ja. Wie sollen Cremes da in die Tiefe rein? Das kommt ja da gar nicht hin. Genau. Und bei dem tiefen Peeling bei euch dachte ich, okay, jetzt habe ich schon so viele Jahre alles ausprobiert, mach mal das auch noch. Und das hat es echt gebracht. Das war sogar noch, obwohl du damals einen Drehtermin irgendwie noch hattest, drei Wochen später oder so. Ja. Und ging so gut. Hammer. Hammer. Auch wenn man dann Schminke drauf macht, wenn die Haut so glatt ist, das sieht, die Schminke sieht ja nur so gut aus wie die Haut darunter. Ne? Mhm. Wenn es ganz glatt ist, ist es mal wie Tag und Nacht. Also man kann sagen, an den Augen solche Sachen, die lohnen sich total. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass man das gemeinsam mit einem Profi gut analysiert. Was du auch zu Hause machen kannst, ist, du kannst einfach mal ein neutrales Foto von deinem Gesicht machen und dir das dann mal anschauen und mal gucken, wie tief sind die Augenbrauen, wie ist der Schwung von den Augenbrauen, sind die vielleicht tief auf der Seite? Das sind so Punkte, wo man es analysieren kann. Sind es Schlupflider, sind es Tränensäcke, sind die Wangen vielleicht zu flach, weil die Wangen auch in Zusammenhang mit dem Unterlid stehen. Und dann kann man das mal anschauen und kann das dann in der Beratung auch gucken, was ist denn der Hauptpunkt? Was ist das, was wirklich auf die unkomplizierteste und einfachste Art und Weise den schönsten Einfluss hat, damit du wieder strahlend aussiehst, morgens schon in den Spiegel guckst und dich freust und einfach deine Augen mit und ohne Schminke cool aussehen. Ja, ich schminke mich auch viel lieber jetzt. Also so, weil es einfach frisch ist, da knittert nichts mehr und ich sehe eben auch wach aus, wenn ich wach und ausgeschlafen bin. Und das war halt vorher nie so der Fall. Ich hatte immer diese braunen Dinger. Und so hat jeder was anderes. Weil deine Mama hatte hier die Bäckchen, die wir dann mit dem Lifting weggemacht haben. Das sind auch so halt spezifische Probleme, die dann jeder hat. Aber ich glaube, man kann sagen, trau dich. Oder ich glaube, das ist das Wichtigste wirklich. Trau dich, lass dich beraten, geh den ersten Schritt. Das ist ganz wichtig. Man muss ja nicht gleich einen OP-Termin ausmachen, aber einfach sich mal beraten lassen, selber das Foto anzugucken und den Schritt zu gehen, weil das ist eine Sache, die lohnt sich so ungemein, ist so unkompliziert und du wirst danach genauso wie Daniela sagen und wie eigentlich alle unsere Patienten, warum habe ich so lange gewartet? Ja. Das ist echt verrückt, dass wir das immer wieder haben bei Leuten, die sagen, warum habe ich so lange gewartet? Es war so unkompliziert. Danach trägt man ein paar Tage eine Sonnenbrille, aber du konntest ja trotzdem rausgehen, einkaufen gehen. Ihr wart in London im Urlaub, glaube ich. Ja. Nach der Lidstraffung. Stimmt, deswegen bin ich ja auch nicht zu euch zum Fäden ziehen, sondern Papa Peter hat es dann schnell gemacht im Hotelzimmer. Und also ich könnte ja jetzt hier viel labern, wenn ich es nie gemacht hätte. Ne? Es gibt ja viele, die sich dann hinstellen, aber das gar nicht richtig mitreden können. Aber ich meine, also... Du genießt es, das sieht super aus. Ja, es ist, also ich glaube, ich kann da mit ruhigem Gewissen jeden hierher schicken und sagen, es lohnt sich. Und ich bin jetzt auch so, ich denke, warum habe ich so lange gewartet? Mhm. Ärgerlich, eigentlich so viel Zeit verloren, ne? Genau. Wo man sich unwohl gefühlt hat. Okay. Ja. Genau. Das ist einfach generell in der Medizin oft so, dass Leute da, weil es natürlich ein Eingriff ist, da sind ganz andere Ängste dabei, als wenn man sich jetzt ein neues Kleid kauft oder zum Haare machen geht. Und da ist natürlich eine größere Hemmschwelle da.
Aber es ist auch, es lohnt sich so, weil es ja was Langfristiges ist. Das ist ja für immer, was ja. man dann immer genießt. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Weil es eben für immer ist, haben so viele Schiss. Mhm. Dass wenn es nicht gut wäre, dann... Genau. Es ist ja kein Hyaluron oder Botox, sondern ich gehe ja immer von mir aus, was ich immer gedacht habe. Ich dachte mal, okay, wenn es jetzt weggeschnitten ist, dann ist es weg. Mhm. Ne? Dann ist es, dann fehlt da was und es ist unwiederbringbar. Deswegen, ich verstehe die Skepsis und die Angst auch von den Leuten. Mhm. Und wie gesagt, ich kenne auch viele, die wirklich gar nichts mehr sehen und die sagen, nein, ich mach's nicht. Mhm. Mhm. Du hast ja auch gesehen, als wir das bei dir angezeichnet haben, mhm. da haben wir es ja auch mit einer Pinzette dir im Spiegel gezeigt, dass du selber nochmal gesehen hast, wie viel da wirklich da ist ja. und dass du auch dann dich wohlgefühlt hast und gemerkt hast, das stimmt, das ja. kann man wirklich wegnehmen, mhm. da kriege ich meine Augen immer noch zu. Das ist Wahnsinn. Man denkt das wirklich, weil das auch so viel aussieht, aber das wird mhm. ja so gezogen, ne? Das ist ja mhm. dann so, was hast du gesagt, so gefächert? Also die Haut ist ja so elastisch und genau. deswegen kann man die Haut da wirklich den Überschuss wegnehmen. Und das mhm. ist genau der Überschuss, der drückt, der es schwer macht und der dann eben auch beim Schminken die Probleme macht. Ja, ja. Ja, so viele Leute sagen uns auch dann, wenn das verheilt ist, dass sie abends sich viel leichter fühlen mit dem Blick, dass es viel entspannter ist. Ich merke es beim Autofahren. Ja, ah ja, genau. Und ich denke immer, bei mir war es ja wirklich nicht zu viel. Ne? Aber ich habe auch schon... hier so gemerkt, also auch vom Ausdruck, mhm. ne, jetzt gerade wenn ich so Wimpern so geklebt hatte, dass das immer so ein bisschen so, also auch Richtung Abend oder morgen mhm. vor allem. Ja, also man musste schon hier diesen, ne, und dann mhm. schminken. Mhm. Und ja, das ist nochmal eine wichtige Frage. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wir hatten auch schon Patientinnen, wir haben auch eine Mitarbeiterin, die hat das bei uns, glaube ich, mit 24 machen lassen. Mhm. Weil es gibt Leute, die haben einfach von Geburt schon so überhängende, schwere Lider und leiden darunter. Mhm. Und die werden dann ganz besonders häufig angesprochen. Da kann man es dann auch schon wirklich früh machen. Und manche Menschen, die kriegen es erst mit 70 oder 80 mhm. und da kann man es auch gut machen. Also ist auch gar kein Problem, so eine OP im höheren Lebensalter zu machen, mhm. weil es so eine kleine OP ist. Ja, ja. Und bei dir war es einfach so, da wo es dich genervt hat, da ja. hast du noch ein bisschen gewartet und dann haben wir es gemacht. Aber es wird ja nicht besser, ne? Das wird ja echt nicht besser. Aber man kann es nicht wegzaubern. Nein, man schminkt sich dann halt, dass man es nicht so sieht, aber es ist ja da und es wird immer mehr. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, ich habe das ja dann auch richtig fokussiert. Ne? Ich habe gedacht, es nervt mich. Und als so der Punkt war, dass ich gedacht habe, es nervt mich, wurde es auch gefühlt immer mehr. Mhm. Mhm. Ne? Dann nervt es dich immer mehr, dann ziehst du dran rum und dann... Ja, dann kam so der Zeitpunkt, wo ich wusste, jetzt ist unsere Staffel gerade abgedreht, mhm. ne, unsere Doku. Und jetzt habe ich ein paar Wochen Zeit und jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich es noch vor meinem 36. Geburtstag. Mhm. Ich habe gesagt, an meinem 36. Geburtstag sehe ich fresh aus. Ja, und jetzt habe ich an 4 Wochen Geburtstag und es hat genau gepasst. Mhm. Ja, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Wann plant man sowas? Und das macht natürlich Sinn, mhm. das genauso zu schauen, wann habe ich ein bisschen Urlaub, so 2 Wochen freizunehmen, dann ist es wirklich super safe. Mhm. Und man kann es im Sommer und im Winter machen. Also das ist völlig unerheblich, ob man das im Sommer oder im Winter macht. Mit Sonnenbrille kann man am Tag danach schon einkaufen gehen, alles machen. Also man ist wirklich wenig eingeschränkt. Ja. Also das Jucken, das nervt ein bisschen nachher. Es heilt ja auch. Genau, es heilt ja auch. Ja. Genau, deswegen trau dich, wenn du da irgendwie ein Problem rund ums Auge hast, sei es Schlupflider, tiefe Augenbrauen, müden Ausdruck, Augenringe, Tränensäcke, egal was es ist, melde dich, lass dich einfach beraten, lass dir mal erklären, was man bei dir machen kann, was da möglich ist und wie das genau aussieht. Und dann wirst du sehen, dass du bald auch schon Komplimente bekommst, für deinen strahlenden, hellen Blick und für dein schönes Aussehen. Ganz liebe Grüße von uns aus der Doro-Klinik. Ja. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.